So, wir ziehen erstmal unsere Orden, sagt man an. Sagt man, man zieht einen Orden an. Oder über? Ja, oder über. Wir hängen uns die. Das ist der WDR-Orden. Jeck auf WDR. Der Westdeutsche Rundfunk ist der Sender, für den wir arbeiten dürfen. Vielen Dank für Ihre Gebührengelder. Hast du mit Karneval also gar nichts am Hut, ja? Nicht wirklich. Ich komme ja aus Hannover, da ist Karneval kein großes Thema. Wirklich? Das, ja, irgendwie, ich finde es aber faszinierend, schon mit 9 Uhr und einer halben Liter Flasche Kölsch in der Straßenbahn als Arzt zu sitzen. Also jetzt nicht verkleidet. Ja, gut. Ja, aber ich habe gedacht, weil ich habe, als ich mich ein bisschen in die Geschichte des Karnevals eingearbeitet habe, festgestellt, die erste Karnevalshochburg, was man gar nicht vermuten würde, war Braunschweig. Warum erzähle ich das in aller Ausführlichkeit? Es ist Folgendes. Heute Mittag spricht mich mein Freund und Partner Oliver Pocher Hallo. Auf dem Flur an und sagt, Effendi, glaubst du, wir haben genügend Beiträge für heute Abend? Ja. Und ich sage, pass mal auf, Hachi Halef Ben Hachi Al Pocher Davud Al Pochera. Heute haben wir Material, das auf den ersten Blick wenig aussehen könnte. Aber an solchen Abenden macht sich die enge Freundschaft, die wir zu unserem Publikum haben, bezahlt. Weil an einem solchen Abend sprechen wir ein bisschen langsamer. Wir geben uns ein bisschen nachdenklicher. Und wir machen Pausen, denn 25 Minuten für Uri Geller sind genug. Am Schluss. Man könnte ihn 25 Stunden hören, ja? Aber damit es sich sozusagen nicht ins Uferlose ausdehnt, machen wir das. Verstehst du? Und deswegen würde ich vorschlagen, ruf doch mal irgendjemand in Hannover an, ob der Karneval dort wirklich so inexistent ist, wie du uns das hier gerade schildern wolltest. Hast du eine Nummer in Hannover? Ich kenne die nur von meinen Eltern auswendig. Wirklich? Ja. Aber das ist daran so erstaunlich. Ja, weil ich schön finde, dass Menschen deiner Generation noch Kontakt zu ihren Eltern haben. Ja. Nein, das ist ja wirklich. Und normalerweise ist man noch zerstritten. Ja? Nee. Oder dann kriegt man raus, die Frau, die man jahrelang für die Mutter gehalten hat, ist der Bruder und so weiter. Diese, was man bei den Showstars so hören muss. Ja. Ist doch wirklich, entschuldige, ich war bis 16:30 Uhr wirklich heute Nachmittag im WDR. Beim Weiberfasnacht im WDR. Ist eigentlich das Beste. War jahrelang nicht dort und dann haben wir du musst da hin, da sind die besten Frauen im Kölner Karneval. Ich sage, wieso das? Ja? Ich sag, im Grunde hast du dort beim WDR Weiberfasnachtskarneval den Typ Frau, der sich im Karneval von jedem Kameramann vögeln lässt. Soll ich mal bei meinen Eltern anrufen? Was soll ich jetzt genau fragen? Ich rufe jetzt meinen Vater an auf dem Handy. Frag mal, ob er eine Kamera hat. Weiß dein Vater, dass du anrufst? Nein, weiß er wirklich nicht. Ist wirklich nicht abgesprochen? Nein. Das wird man auch höchstwahrscheinlich in der Reaktion merken. Falls er rangeht. Pocher? Ja, ebenso. Ja. Guten Tag. Ja, guten Tag, hier auch. Ja, wie läuft's? Läuft gut. Ich bin ja gerade mit dem Notar zugange mit dem Kaufvertrag hier in Salzgitter. Wir sind jetzt durch. Ja, das ist ja ganz interessant. Du bist jetzt wieder geldlos hier. Was? Kostet jetzt wieder hier. Was bitte? Ja? Ich sag, du bist wieder geldlos. Das kostet ja was, ne? Ja, weil ich rufe gerade aus der Sendung an. Von daher geht. Ja, das ist gut. Das zahlt der Sender. Ja. Deswegen, welchen Kaufvertrag, wovon redest du denn? Ja, das weißt du gar nicht. Ich kaufe doch jetzt eine Klabache für dich, für eine Million. Ja, ich weiß es doch. Ist doch jetzt alles gut. Abfragungsobjekt. Ich sollte mal fragen. Steuer, ne? Was? Ich sage es als Abfragungsobjekt wegen der Steuer. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, das haben wir doch vom Speck empfohlen bekommen. So, ich sollte fragen, wie Karneval so aussieht heute in Hannover. Tot hier, ist doch kein Kein. Hier gibt es zwar Vereine, aber die, sag ich mal, hinter verschlossenen Türen sagen, da ist nichts los hier. Ist keine Hochburg Hannover. Und wo bist du jetzt gerade? Ja, bei dem Notar, habe ich doch gerade gesagt. So spät noch beim Notar? Ja, ja, der Notar macht Überstunden. Ach, ich dachte, ihr müsst in Salzgitter. Genau.
Letzte Woche konnte er nicht, er hat einen Auswärtstermin. Ach so, ja, das ist natürlich interessant. Ja. Mhm. Ja. So also spät? Ich bin nicht wieder hier die Sache ins Trockene und das Finanzamt bezahlt dann. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Ja, Frage. Mama hat kein Pipi, oder? Bitte? Ich habe das eben nicht verstanden. Der Harald hat was erzählt, dass dann die Mutter der Bruder sein könnte, deswegen. Was? Aber ich habe die Frage eben nicht richtig akustisch verstanden. Ja, ist doch egal. Harald hat gesagt, es gibt teilweise Showstars, da kommt später raus, dass die Mutter eigentlich der Bruder ist. Ja. Das ist bei mir nicht so, bei mir ist die Mutter die Schwester. Das war's genau. Ja, ich rufe später nochmal an. Liebe Grüße. Ja, schöne Grüße von Harald. Ja, von mir auch, ne? Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Sag mal, das finde ich aber jetzt eine tolle Sache. Ich hoffe, das war nicht zu intim. Der Familien. Quatsch! Der familieninterne Begriff bei euch für Penis ist Pipi. Nee, ja, also. Ich habe einfach mal, ich wollte es jetzt um. Ja, aber wenn du da. Nett, süß umschreiben. Ja, aber dein Vater hat ja sofort gewusst, was du meinst. Ja. Aber wie ist es, wenn zum Beispiel mir brennt das Pipi dann als Kind? Dann weiß man nicht, ob es der Penis ist oder der Urin. Ja, aber das merke ich ja als Kind, das kann ich ja nicht unterscheiden. Nimm die Hand vom Pipi. Die Hand vom Pipi wurde mir nie gesagt. Ach so. Ich weiß, so war ich nicht drauf. Also, nee. Was heißt das, so war ich nicht drauf? Ja, es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit die Hand am Penis hatte, als kleines Kind. Ja, aber Kind. Ab und zu mal, vor Aufregung damals, bei dem Termin mit Hans Meiser oder so. Da war ja nicht mein Vater dabei. Nee? Nee. Ach so, nee. Da warst du alleine da. Naja, ist ja nicht so, dass ich hier von meinen Eltern in so eine Showkarriere gezwängt worden bin, ja, weil es bei denen finanziell nicht läuft.